Wie kommt denn das, dass so ein Viech bei uns auf die Koppel kommt bei einer Treibjagd? Das war nicht für die Treibjagd schuld, das war ein Silvester. Ja, wir haben gesehen, dass er von da oben runtergekommen ist. Und durch die Krocherei sind die Viecher natürlich komplett, wissen sie nicht wohin. Und er ist in die Panik dann reingerannt, weil durch die Treibjagd. Naja, drüber gehupft wahrscheinlich, das ist ja nicht hoch. Da kommt nichts mehr. Ja.